Einen schönen guten Morgen hier zu Bildungswerk Live. Heute steht eine Fantasiereise in den Sommer auf dem Programm. Ja, mein Name ist Claudia Klären aus dem Beratungszentrum in Trier, aktuell im Homeoffice in Mertesdorf. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon einige Sachen in den Chat geschrieben. Wenn du die Fantasiereise im Liegen machen möchtest, dann lege dir gerne eine bequeme Unterlage bereit oder wenn du lieber sitzt, auf einem Stuhl, ein Stuhl oder eben was so deine Vorlieben sind. Und du kannst dir gerne im Hintergrund eine ruhige Musik laufen lassen, bei der du dich gut entspannen kannst. Ja, schön, dass du da bist und dich entschieden hast, dich mit dieser Traumreise verzaubern zu lassen. Achte darauf, dass du für die nächsten 30 Minuten ungestört bist und du dich voll und ganz auf diese Traumreise konzentrieren kannst und dich auf die Entspannung einlassen kannst. Finde zunächst eine bequeme Position, in der du dich wohlfühlst. Du kannst sitzen oder liegen. Wenn du möchtest, schließe deine Augen. Deine Hände sind ganz entspannt. Deine Arme und dein Nacken sind ganz locker und gelöst. Deine Kiefer und gesamte Gesichtsmuskulatur ist entspannt. Finde erstmal deine eigene Wohlfühlposition. Die Sonne blinzelt durch das offene Fenster in deinem Ferienhäuschen. Eine zarte Prise Wind weht ins Fenster hinein und bringt dir einen sommerlichen Duft ins Zimmer. Wie herrlich, der Sommer duftet. Kannst du ihn riechen? Du stehst auf, gehst zum Fenster und schaust hinaus. Jetzt spürst du, wie viel Kraft die Sonne hat und saugst diese Kraft und Wärme in dir auf. Was siehst du aus dem Fenster? Schau dir den Sommer genau an. Du möchtest so schnell wie möglich raus. Raus in die Natur, raus in die Wärme, raus in den herrlichen Sommer. Nichts hält dich mehr drinnen. Du schlüpfst in deine Flipflops und greifst nach deinem Rucksack, der mit einer Picknickdecke und etwas Proviant gefüllt ist. Gemütlich schlenderst du die Straße entlang in den nahegelegenen Pinienwald. Der weiche Sandboden wird von Piniennadeln bedeckt. Die kitzeln an deinen nackten Füßen. Von oben funkelt die Sonne durch die hohen Bäume, die Vögel zwitschern fröhlich. Wie fein es hier duftet nach frischem Wald, nach Sommer.
Am Wegrand ist eine gemütliche Holzbank. Du gehst hin, setzt dich drauf und hältst einen Moment inne. Was hörst du? Welche Geräusche sind um dich herum? Du genießt die Ruhe und Stille im Wald. Voll auf dem weichen Boden. Die Pferde schnauben zufrieden. Auch ihnen gefällt der angenehme Sommertag. Wo sie bloß hinreiten. Du stehst von der Bank auf und folgst den Hufspuren. Nicht weit weg erkennst du eine Koppel mit weiteren wunderschönen Pferden. Entschlossen begibst du dich auf den Weg dorthin. Am Zaun angekommen, bewunderst du die schönen Pferde, wie das Fell in der Sonne glänzt. Mit ein paar Grashalmen lockst du die Pferde zum Zaun. Zärtlich streichelst du ihnen über den Kopf. Entspannung breitet sich in dir aus, die Ruhe und Gelassenheit der Pferde überträgt sich auf deinen Körper. Über den Nacken, über deine Brust, deinen Rücken- und Bauchbereich, durch deine Arme, deine Beine bis zu deinen Füßen. Du bist ganz entspannt. Strand einzäunen, wehen locker leicht im Wind. Sie bewegen sich sanft auf und ab, sodass auf dem Sandboden ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten sich ergibt. Du bewunderst das faszinierende Spiel von Licht und Schatten.
welche Farben es hat. Wunderschön leuchten sie in der Sonne. Schau dir die Farben ganz genau an. Welche Farben siehst du? Am Strand angekommen, ziehst du deine Flipflops aus und gehst barfuß durch den Sand weiter. Wie fühlt sich der Sand unter deinen Füßen an? Mit deinen Zehen versuchst du, den feinen Sand festzukrallen, aber er ist so weich, dass er sofort rausfällt. Du gehst weiter und langsam erreichst du das Wasser. Das weite, endlose Meer liegt vor dir. Sanfte Wellen bedecken deine Füße. Du gehst weiter durch das flache Wasser. Manchmal spritzen die Wellen bis zu deinen Knien. Ui, es ist etwas kalt. Dein Blick ins weite, offene Meer gerichtet, bleibst du stehen. Möwen fliegen über das Wasser. In der Ferne siehst du Delfine im Wasser springen. Wie freudig sie springen und spielen. Es sind mehrere. Eine ganze Schule der Delfine. Du beobachtest sie eine Weile und genießt den Moment der Ruhe. Schwappen dir die Wellen schon bis zum Bauch. Das Wasser ist angenehm kühl und erfrischend. Jetzt gehst du bis zu den Schultern hinein. Der weiche Meeresboden ist so angenehm unter deinen Füßen. Du gehst tiefer und tiefer ins Meer hinein, bis du nicht mehr stehen kannst und beginnst zu schwimmen. Dein Körper fühlt sich leicht an, leicht wie eine Feder. Das Wasser ist herrlich. Himmel Vögel erkennen.
Es ist alles so wunderbar friedlich und entspannt. Es macht dir unglaublich viel Spaß, im Wasser zu sein und darin herumzutollen, zu schwimmen und dich einfach nur tragen zu lassen. Genieße diese Zeit, das Gefühl der Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Genieße das Gefühl der Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Du trocknest noch die letzten Tropfen mit einem Handtuch ab. Du genießt deine Zeit im Liegen auf der Liege. Es ist so schön gemütlich und die Sonne wärmt deine nasse Haut. Du genießt den Duft des Sommers, des Strandes, des Meeres. Kannst du den Sommer riechen? Wie riecht er? Du genießt auf deiner Liege die Ruhe am Strand, am Meer und entspannst dich von Kopf bis Fuß immer mehr. Entspannung breitet sich in dir aus. Für einen Spaziergang und du wirfst dir deine leichte Kleidung über. Du gehst entspannt, ganz nah am Wasser, den Strand entlang. Kleine Wellen, die an den Strand kommen,
umspülen deine Füße. Auf deinem Weg beobachtest du die Menschen, wie sie ihr Sonnenbad genießen. Eine junge Familie ist gerade dabei, mit ihren Kindern eine Sandburg zu bauen. Ihr Lachen schallt zu dir herüber. Ein paar Jugendliche spielen Volleyball. Auch sie haben Spaß und Freude. Ein paar Segelboote und Katamarane mit ihren schneeweißen Segeln steuern aufs weite Meer hinaus. Du genießt diese Urlaubsstimmung und die damit verbundene Energie der Leichtigkeit und Freiheit. Du saugst die Energie und Kraft in dir auf und behältst sie. Du genießt eine kleine Pause. Die Erdbeeren und das Getränk geben dir neue Kraft. Du saugst diese Kraft in dir auf. Du genießt deinen Tag am Strand, deinen Tag am Meer. Es ist wunderschön, wunderschön sommerlich, ruhig, friedlich. Du genießt die Leichtigkeit, die Freiheit, den Sommer und genießt es einfach hier zu sein, jetzt hier am Strand und nichts zu tun, keine negativen Gedanken zu haben. Und dich einfach zu freuen über den Sommer und das Schöne, was du hier am Strand erlebst. Behalte die freudige Erinnerung und die schönen Bilder in dir. Genieße sie und speichere sie ab. Die Kraft und Energie, die du getankt hast, ist in deinem Körper drin. Speichere sie. Und genieße die Entspannung. Du entspannst dich immer mehr und mehr auf deiner Picknickdecke.
Du bist ganz ruhig und entspannt und spürst deinen sanften, gleichmäßigen Atem. Fühle, wie du mit jedem Ausatmen durch den Mund aus. Bewege nun zuerst deine Hände, dann deine Füße. Recke und strecke dich. Spanne deine Muskulatur wieder an. Und komme langsam ins Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen, blinzel ein, zweimal und gewöhne dich wieder ans Tageslicht. Wenn du gelegen hast, komm langsam wieder zurück ins Sitzen. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist und zurück bist von deiner Fantasiereise durch den Sommer und wieder hier bist im Hier und Jetzt und bei mir. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist jetzt ganz entspannt und kannst entspannt deinen Tag genießen. Morgen gibt es hier bei Bildungswerk Live eine weitere Sendung und zwar um 11:15 Uhr. Es geht wieder in Richtung Entspannung, nämlich eine entspannte Bewegungsmeditation mit meiner Kollegin Sigrid Quint. Schaltet gerne nochmal ein. Das aktuelle Programm findest du unter www.bildungswerk.live und dort findest du auch alle Sendungen im Relive, wenn du dir die wieder anschauen möchtest. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag, eine gute Woche und bleib gesund. Wir sehen uns hier bei Bildungswerk Live bestimmt wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss.